Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es im Thumbnail gelesen. Heute möchte ich mal ganz groß Danke sagen. Danke für euren Support und einige andere Dinge, auf die ich gleich konkret noch eingehen werde. Und gleichzeitig wird das hier so ein kleines Informationsvideo über kommende Projekte jetzt im Oktober, aber auch erst im nächsten Jahr. Also so ein kleiner Ausblick auf jeden Fall schon mal. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Ja, also anfangen möchte ich auf jeden Fall erstmal, wo ich hier überhaupt bin. Und zwar bin ich hier am Unterbacher See und habe mir gedacht, weil ich meine Frau eben nach Düsseldorf gefahren habe zur Arbeit, dass ich doch die Chance nutzen kann, hier so ein kleines Video für euch zu drehen und einfach auch mal Danke zu sagen. Und gleichzeitig werde ich mir auch was Warmes zum Mittagessen vorbereiten oder kochen zumindest. Warm machen, wie auch immer. Und also als allererstes mal ein ganz großes Dankeschön an jeden, der bei der Heiter Weiter Challenge mit dabei ist, die mich fleißig in den Instagram Stories markieren, also was ihr da teilweise für Kilometer macht am Tag, also da träume ich im Moment leider von. Aber so ist das nun mal, der Mensch bleibt nicht stehen, das Leben ist im Wandel und ja, die Kilometer, die ich früher gelaufen bin, das habt ihr auch aus dem ein oder anderen Video schon gehört, die schaffe ich im Moment nicht zu laufen, macht aber auch nichts. Nichtsdestotrotz möchte ich an jeden, der bei der Heiter Weiter Challenge mit dabei ist, ganz egal ob angemeldet oder einfach aus Just for Fun mitmacht, weil es da die ein oder andere Nachmeldung hätte geben können. Aber aktuell, das kann ich vielleicht auch verraten, bei der Heiter Weiter Challenge sind 65 Leute angemeldet, die da mitmachen. Mehr oder weniger, das wird sich ja in wenigen Tagen rausstellen. Wir haben jetzt den 10. Oktober. Und ja, in 5 Tagen wird etwa eine E-Mail rausgehen an die Teilnehmer, die sich über Eventbrite für diese Challenge registriert haben, um mir einen kleinen Zwischenstand zu geben. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Und also da auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön an jeden, der bei der Heiter Weiter Challenge im Herbst mit dabei ist. Ich bin auch tatsächlich schon in den Planungen für eine Winteredition. Ich denke mal, die wird sehr ähnlich ablaufen. Ich wüsste nicht, was ich da konkret verbessern oder ändern müsste oder sollte. Ich glaube, das läuft so sehr gut. Wie gesagt, die gelaufenen Kilometer, die ihr da registriert, die werden aufgezeichnet als auf Vertrauensbasis. Und ja, so hat jeder was davon, Motivation und ja, einfach die schöne Natur zu genießen, den ein oder anderen Kilometer extra zu machen. Ich bin heute Morgen schon 4,28 Kilometer gelaufen und habe mir gedacht, verdammt nochmal, die zählen noch nicht zu den 5 Kilometern dazu. Deswegen bin ich jetzt hier auch nochmal hingewandert und habe auf jeden Fall mindestens schon mal die 5 Kilometer heute voll gemacht. Das heißt, für mich zählen diese Kilometer heute auch mal zur Abwechslung. Ja, das ist das, was ich zur Heiter Weiter Challenge sagen wollte. Jetzt werde ich hier so ein paar Leckereien aufbauen und dann geht's weiter mit dem nächsten Thema. Ja, ihr seht, einige Schwäne sind hier auch unterwegs. Er hat mich eben auch schon einmal angefaucht, als ich hier den Platz gesucht habe. Ja, gut, ist halt sein Revier, ne? Wir kommen uns beide nicht in die Quere. Aber hin und wieder läuft hier so ein Hund rein und dann faucht er natürlich auch. Ist auch toll, dass die Leute, die hier mit ihren Hunden rumlaufen, hier ihre Hunde einfach hier kreuz und quer laufen lassen. Aber ich möchte mich darüber gar nicht beschweren, sondern einfach nochmal ganz konkret an die Freizeitpiraten 4711 ein großes Dankeschön sagen. Denn ich habe wieder eine kleine Überraschung bekommen. Ich lese es gerade mal vor, ich zeige es erstmal in die Kamera. Also richtig toll. Freizeitpiraten 4711 on Tour. Hallo Jörg, in einem deiner letzten Videos klagtest du über schlechten Schlaf mangels Kopfkissen. Zisch, Punkt, Peng. Hier ist eine leichte Variante mit sehr kleinem Packmaß, die trotzdem sehr angenehm ist für einen erholsamen Schlaf. So kannst du ausgeruht in den neuen Tag zu neuen Abenteuern und Videos starten. Wir wünschen dir und deiner Familie ein schönes restliches Outdoor-Jahr 2022. Bleib gesund. Es grüßen dich die Freizeitpiraten 4711.
An dieser Stelle mal ein ganz, ganz großer Gruß zurück. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, dieses wundervolle Kissen möchte ich euch zeigen. Ihr habt es gerade gehört, ich werde nicht gesponsert von der Marke oder irgendwem. Das ist zu 100% geschenkt. Ja, das Packmaß ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe ja das Kissen von Thermarest. Ist das von Thermarest? Ich weiß gar nicht. Mit dieser Recycling-Füllung. Und ihr seht hier, und das ist schon recht klein. Das kann man noch ordentlich zusammendrücken. Das ist nochmal kleiner. Finde ich richtig toll. Und wenn man es aufklappt, dann hat das schon eine ordentliche Größe. Und das puste ich jetzt mal eben schnell auf für euch. So, schnell zumachen. Und ihr seht, das ist ein richtig großes, ganz gemütliches Kissen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich werde da sehr, sehr gut drauf schlafen. Hier unten drunter ist irgendwie so ein Mikrofaserbezug, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es richtig gelesen habe. Und unten oben drauf entsprechend nochmal so ein flauschiger Bezug. Was sehr interessant ist an dem Kissen, ist, dass man das Innenteil rausnehmen kann, wenn es mal kaputt ist. Und da könnt ihr vielleicht schon erkennen, da ist so ein Plastikbeutel, sage ich jetzt mal, drin. Und da sind Daunen drin, die ja nach einer gewissen Zeit einfach noch ein bisschen weiter aufgehen und den Schlafkomfort ganz bestimmt nochmal ein ganzes Stück verbessern. Das werde ich auf jeden Fall bei einer der nächsten Übernachtungen in der Natur oder auf dem Campingplatz oder wie auch immer mitnehmen. Also nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Und genau so, wie die Luft reingekommen ist, macht man es im Prinzip wieder raus. Richtig toll. Kann man das hier schön zusammendrücken, die Luft rauspressen. Und vom Packmaß her ist es auf jeden Fall noch ein ganzes Stück kleiner als das Kissen, was ich aktuell in Benutzung habe. Ich hatte euch ja auch gefragt in einem der letzten Übernachtungsvideos, was ihr mir da für einen Schlafsack empfehlen könnt, gerade für die kühleren Temperaturen, der halt eben ja möglichst leicht, aber trotzdem gute Wärmeleistung hat. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass solche Dinge immer einhergehen mit einem entsprechenden Preis. Da wurden mir auch einige genannt, die ja so bei 300-400 Euro liegen. Ist mir natürlich vollkommen klar, aber ich habe noch nicht das Optimum gefunden, bin aber auf der Suche danach. Aus einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, ich scheue mich vor Gewicht zu schleppen, möchte es aber trotzdem so angenehm wie möglich haben. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Im Zweifel werde ich tatsächlich wieder so machen, dass ich mir vielleicht noch von einem der Schwarzen, die ich habe, der hat, glaube ich, auch eine Komforttemperatur bei 12 Grad und der ist ja generell schon kleiner als der blaue. Und wenn ich die beiden oder wenn ich zwei gleiche kombiniere, müsste ich, glaube ich, auch eine recht gute Wärmeleistung haben. Das werde ich mir auf jeden Fall mal überlegen. Da kommt der nächste Hund an. Und ja, ich werde jetzt mal eben das Kissen hier zusammenlegen. Vielleicht kommt der Hund uns ja besuchen. Ja, wo war der? Ist an der Leine. Alles gut. Und ja, also vielen Dank nochmal an die Freizeitpiraten 4711 für dieses mega tolle Geschenk. Das hat ja auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert mit der Packstation. Und ja, so würde ich sagen, wir genießen jetzt so ein kleines bisschen den Ausblick hier. Und dann gibt es weitere Informationen. So, jetzt habe ich mal einen kleinen Platzwechsel vorgenommen. Von hier kommt schön die Sonne rein. Also auch hier ein richtig toller Blick. Den Platz habe ich hier eben nicht gewählt, weil hier der Schwan mich angefaucht hat. Aber ja, der schwimmt hier hin und her, macht aber auch nichts. Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt mal einen kleinen Schluck Kaffee und werde euch erzählen, was ich im Oktober, wenn nichts mehr dazwischen kommen sollte, vorhabe. Und zwar habe ich vor, wann genau, steht noch nicht hundertprozentig fest, weil da einiges noch geklärt werden muss und das ist auch alles noch nicht in trockenen Tüchern, um das so zu sagen. Das Einzige, was Fakt ist, ich werde in diesem Monat noch im Schwarzwald wandern gehen. Liebe Leute, ich freue mich so unglaublich, im Schwarzwald unterwegs zu sein.
Da werde ich mir im Nordschwarzwald. Deswegen habe ich ja auch in der Instagram-Story letztens gefragt, ob ihr Tipps habt für interessante Highlights im Nordschwarzwald. Da werde ich zwei Wanderungen machen. Eine alleine, das sind so 30 Kilometer mit, ja, ich würde mal sagen, so 1000 Höhenmetern in etwa. Da werde ich unter anderem den höchsten Berg des Nordschwarzwalds besteigen, sozusagen, die Hornisgrinde. Und die wollte ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Den Mummelsee, heißt der Mummelsee? Ich glaube, Mummelsee, der ist etwas weiter unterhalb. Und dann nehmen wir den einen oder anderen Gipfel auf jeden Fall noch mit. Ich bin mir sicher, wenn das Wetter mitspielt, das wird ein fantastisches Video, eine fantastische Wanderung werden. Und ja, am nächsten Tag, wenn denn alles klappt, mache ich eine weitere Wanderung. Da bin ich allerdings nicht alleine unterwegs, wenn denn alles klappt. Ich möchte aber an dieser Stelle noch nicht verraten, mit wem, was, wie und so weiter ich da unterwegs sein werde. Da müsst ihr euch mal überraschen lassen, weil ja auch einiges noch nicht geklärt ist, ob das alles klappt oder eben nicht. Und ich habe mir überlegt, ich werde aus diesem Schwarzwaldwochenende sozusagen 3 Videos machen. Ich werde ja die entsprechenden Wanderungen verfilmen in 2 Videos, weil das doch erstens 2 unterschiedliche Regionen sind. Und wenn ich einmal alleine unterwegs bin und einmal mit jemandem unterwegs bin, dann sind 2 Videos für mich persönlich in sich abgeschlossener. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und werde zudem noch ja so einen kleinen, ja, wie sagt man, Road Vlog, wie nennt man das? Ja, irgendwie so in der Art. Ja, so ein kleiner Einblick, wie ich unterwegs bin, in welchem Hotel ich übernachte, was ich esse und sowas alles. So ein kleiner Vlog von dem Wochenende zusätzlich noch drehen. Somit werde ich dann mit 3 Videos aus dem Schwarzwald wiederkommen. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und damit würde ich sagen, trinken erstmal einen kleinen Schluck Kaffee. Und habe glücklicherweise die Freiheit, theoretisch den kompletten Schwarzwald befahren, bereisen, bewandern zu können. Möchte es aber jetzt auch nicht übertreiben. Mir ist natürlich klar, dass der Schwarzwald ein Riesengebiet ist. Und ich möchte einfach, ja, bekannte Sehenswürdigkeiten oder Highlights im Nordschwarzwald ablaufen und mir ansehen. Und habe mir auch überlegt, gerade was das Thema Hornisgrinde angeht, den höchsten Berg im Nordschwarzwald mit 1163 Metern, ob ich das wirklich so mache, dass ich wirklich richtig früh morgens losfahre, um zum Sonnenaufgang da oben zu sein. Also entweder, wenn das zeitlich alles klappt und wenn das Wetter natürlich mitspielt, dann wird es entweder so sein, ich werde mir den Sonnenaufgang da angucken oder den Sonnenuntergang. Das werden wir mal schauen, wie das zeitlich passt. Und wie gesagt, am zweiten Tag, dann gibt es eine weitere Wanderung. Die ist ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner. Aber da werden auch einige Highlights bei sein, die ihr aus anderen YouTube-Videos seht von Wanderern, die da unterwegs sind im Nordschwarzwald oder im Schwarzwald generell. Lasst euch da auf jeden Fall mal überraschen. Und ja, ich trinke jetzt noch einen Schluck Kaffee. Und dann gucke ich mal auf die Uhr. Dann haben wir kurz vor 12. Dann werden wir uns hier gleich auf jeden Fall eine Kleinigkeit zum Essen noch zubereiten. Es gibt heute mal wieder Tactical Food Pack. Das habe ich ja schon mal ausprobiert mit einer anderen Sorte. Heute gibt es Sweet Potato Curry. Süßkartoffel mit Currygeschmack. Ich lese mal gerade vor. Reis, Kichererbsen, Süßkartoffeln, zerkleinerte Tomaten und so weiter und so weiter. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und es riecht auch sehr lecker. Ja, also so hin und wieder mache ich das mal ganz gerne. Das sieht natürlich jetzt auch sehr breiig aus. Ich zeige es mal gerade. Aber wobei, das sieht eigentlich ganz toll aus. Also, ne? Werde mal probieren, das ist natürlich noch ordentlich heiß. Der Schwan, der treibt hier sein Unwesen nach wie vor. Der wollte hier gleich eben einmal kurz raus, habe ich das Gefühl gehabt. Der wollte auch was essen. In diesem Sinne, probiere ich mal. Hoffentlich ist es nicht zu heiß. Könnte noch ein bisschen länger ziehen. Aber ist lecker. Ist echt lecker. Ich überlege dieses andere, was ich da hatte. Das war ja einfach nur so eine breiartige Masse. Aber hier ist richtig Reis, Kichererbsen, Paprika sind da drin. Also richtig toll. Das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken.
Ja, also was auch immer man davon halten möchte, von diesem Tactical Food Pack und Travel Lunch und wie sie alle heißen. Also ich finde das hin und wieder ganz okay. Vor allen Dingen ganz ehrlich, dieses Tactical Food Pack, da habe ich das Gefühl, das ist am hochwertigsten, am meisten natürlich. Wie gesagt, also da gibt es ja noch ganz andere Hersteller. Da habe ich es ja mal ausprobiert, habe ich auch schon erwähnt. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich Danke sagen. Danke an jeden Einzelnen, der mich via PayPal-Spende unterstützt. Soll jetzt kein Aufruf sein, ja, das ist alles eine freiwillige Sache. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist es auch hier mal an der Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Danke an jeden Einzelnen von euch. Danke an jede Spende. Meistens wird das Geld verwendet für ja, Zugfahrten oder ähnliches. Und ja, also ich bin wirklich sprachlos und auch sehr, 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 sehr dankbar für diese wirklich tolle Community. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr wenige Kommentare oder ja, Kommentatoren, die ich wirklich sperren muss oder was auch immer. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Das zeigt auch wirklich die Qualität der Zuschauer und ja, dass man da in einem offenen Austausch ist. Ich bin auch durchaus gewillt, konstruktive Kritik anzunehmen. Ich bin auch nicht der Perfekte, ja, ich weiß auch nicht alles. Ich mache auch vieles einfach so, wie ich glaube, dass es richtig ist. Dass es vielleicht am Ende nicht richtig ist, das hat sich auch das eine oder andere Mal schon rausgestellt. Aber nichtsdestotrotz, ja, dieser Austausch, das macht eine richtige Community aus. Und dafür auch nochmal vielen Dank. Ja, damit endet dieses kleine Informationsvideo. Ich hoffe, euch hat dieses Informationsvideo gefallen. Den ein oder anderen Einblick konnte ich euch da ja geben. Es gibt konkret noch etwas anderes, was ich erwähnen könnte. Das ist aber noch nicht so offiziell, dass ich darüber sprechen möchte. Ist auch eine Veranstaltung, ist auch im nächsten Jahr. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Und ja, so möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Für eure Kommentare, für eure Abonnements und so weiter. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann wirst du über jedes neue Video informiert. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.